Alba, positiver Looping in die Rückenlage, oben mit einer ganzen gerissenen Rolle. Und jetzt übergehen, eine Umtrudeln. Wunderbar, in der Senkrechten gestoppt, annähernd so wie ein Wettbewerbskunstflieger, nämlich wie Klaus Lehnert oder Paul Erhardt oder eben Wolfgang Dallach, zeigt Toni jetzt Linien und Winkel. Übergang in die Senkrechte zu einem Turn über den linken Flügel, sogenannter Hammerhead oder von Konstrukteur und Weltkunstflugmeister Fieseler entworfen und ja, fliegerisch konstruiert, die Fieseler Kehre. Jetzt etwa 320 km/h und hinein in den nächsten positiven Looping mit einer halben, mit einer ganzen gerissenen Rolle im Scheitelpunkt, die sogenannte Hammer, meisterhaft geflogen von Toni Eichhorn. Und jetzt geht es über klassisches Ausweichmanöver, nach oben gezogen, rechts angetauscht und links ausgeleitet. North American T6. Senkrechte Linie, Viertellauf und jetzt wieder mit einer halben Rolle zurückgerollt in die Normalfluglage. Ja, Motorkunstflug mit dieser North American T6. Gar nicht so einfach durchzuführen, denn dieser Motor verfügt über kein Rückenflugsystem. Das heißt, die Spritzufuhr, die quittiert den Dienst, sobald negative Gs anliegen. Deshalb muss immer wieder unter positiver Last das Manöver geflogen werden. Das heißt, immer leichten Zug im Steuerknüppel, während Rollen, während Loopings, während Turns und sonstige Manöver. Aber meisterhaft beherrscht von Toni. Ich meine, der hatte natürlich einen expliziten Lehrmeister, seinen eigenen Vater. Ja, und der Walter, der steht da unten irgendwie doch so ein bisschen mit Tränen in den Augen. Weil eigentlich sind sie seit 20 Jahren als das Formationskunstflugteam in Deutschland. Walter und Toni Eichhorn. Ja, nächstes Jahr, beziehungsweise übernächstes Jahr, Walter, das ist dann, wenn du knapp 77 wirst, dann bist du wieder mit im Rennen. Da freuen wir uns riesig drauf. Dann spätestens in 2 Jahren wieder hier auf der Hahnweide als Formationsteam. Walter und Toni Eichhorn, doch es geht auch ohne Papa. Wunderschön geflogen, diesen Trainer aus dem Jahr 1935. Auch die Bundesluftwaffe flog über 80 dieser doppelsitzigen Trainer.